Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt. Und zwar sind wir hier bei den Super Mario All-Stars. In-game zumindest. Allerdings werden wir davon nur Super Mario Bros. 3 spielen. Und für dieses Spielprojekt habe ich mir Verstärkung geholt. Möchtest du mal Hallo sagen? Hallo, ich bin die Mina. Mein YouTube-Kanal ist Engelchen Minella. Vielleicht kennt ihr mich ja eventuell unterm Stern. Stimmt. Au! Und wir spielen jetzt mal zusammen hier. Oder failen. Ach Quatsch, so schlimm kann es nicht werden. Ich bin Luigi, weil Luigi viel cooler ist als Mario. Finde ich eigentlich. Anders als zu den Wii-Teilen muss man hier noch abwechselnd spielen. Man geht nicht zusammen in die Level. Und ich fange auch direkt an. Was kann man noch dazu sagen, während ich hier anfange zu spielen? Es ist nicht geplant, dass wir Welten abkürzen, weil wer das Spiel kennt, man kann Welten abkürzen. Das ist auf jeden Fall nicht geplant. Wir wollen hier Welt für Welt durchmachen und so wenig wie möglich sterben, wa? Auf welchem Knopf springst du nicht so hoch? Was? Ich springe immer hoch. Nein, du bist gerade ganz kurz nur... Also, ja, ach so, so, das nur ganz kurz drücken. Ach so. So, ein Blatt. Oder was auch immer das darstellen soll. Natürlich haben wir uns das Super Mario Bros. Rausgesucht. Oh Gott, das kann ich gar nicht. ja. Fail. Gut, dann muss es eben ohne das One-Up da oben im Himmel gehen. Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Ja, das war der erste Fail. Man kann übrigens auch gegeneinander kämpfen, ne? Wenn du jetzt auf der Startposition A drückst, aber... Echt? Das ist irgendwie total Blödsinn. Keine Ahnung, wozu es die Funktion gibt. Ich will ein Pilz. Hallo Pilz. Nur ein Pilz? Ah! Oh mein Gott! Und ein Gumba, ein Paragumba, ein roter Paragumba. Hä, wieso habe ich keine Feder? Weil die da unten in dem Klotz ist. Da brauchst du den Koopa, der jetzt weg ist. Das Spiel verarscht mich. Komm her, dafür ist jetzt der Gumba weg. Das war die falsche Richtung. Wow, bin ich schlecht. Kann ich den nicht nehmen, doch, natürlich. Na also. Du musst nur die richtige Taste drücken, ey. Das hat sich rentiert. Spiel ist kacke. Außerdem, das war unfair, weil bei mir ist ich hatte gerade Standbild. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade hat es nämlich geleckt irgendwie. Solange wir nicht dieselben Probleme kriegen bei Terranigma, dass irgendwann einer weg ist. Und da war ich ja nur Gastkommentator. Jetzt sind wir beide aktiv, mehr oder weniger. Komm, da ist das Ziel. Und hol dir ein Symbol. Ach so. Spring doch! Eichhörnchen, Stern. Ja, ein Stern. Also man muss da am Ziel jeweils immer Symbole sammeln. Und wenn man dreimal das gleiche Symbol sammelt, kriegt man extra Leben. Oder man verkackt's. Dann kriegt man trotzdem drei verschiedene bringen ein Leben, so, ja. Ach so. Müsste ein Leben bringen. Pilze, zwei, Blumen... Keine Ahnung, und ich glaube 3 und Sterne 5. Guck nicht so erschrocken. So, ich mache den nächsten Level, vielleicht jetzt ohne zu sterben. Wer weiß. Wäre ein Plan. Ja, ein Pilz. Der kommt uns immer auf der rechten Seite runter, ey. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Warum sind hier Paragumbas eigentlich noch rot? Weil es sind die Evil-Paragumbas auf Doom. Ja. Es hat nicht geklappt. Runterrutschen und... Ja, jetzt hat's geklappt. P-Switch. Ups. Ich sagte P-Switch. So, jetzt. Nein, du darfst es nicht haben. Okay. Mizi will was. Mizi stellt Sachen. Ja, ja. Mizi ist auch schon berühmt, oder? Genau so wie mein E-Mail-Ton in meinem Paarzimmer. Ding Dong! Ja. Oh, ich hab eine E-Mail bekommen! Stimmt, ja. Aber ich habe jetzt schon lange keine E-Mails bekommen. Weil mir nie jemand in die Kommentare schreibt. Nein, das stimmt gar nicht, aber selten.
Ich habe übrigens in unseren Terranigma-Part sagen reingeschaut, der heute online ging. Heute ging Terranigma-Part? Nein, Spaß. Ja, wenn die Viewer das hier, dieses Video hier sehen, dann ist es natürlich schon später, weil das eine Woche später ist, aber. You got a card! Ich habe nur einen Pilz bekommen. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich spiele jetzt Memory. Das ist kein Memory, immer noch nicht. Das ist das Roulette da. Nein, da gibt's noch ein Memory-Spiel. Aber das taucht nur manchmal per Zufall auf. Oh. Komm. Ich weiß nicht, wann ich drücken muss. Ich glaube, wenn es unten ist, was du haben willst. Nein, ich glaube eben nicht bei dem letzten. Ich weiß es nicht. Ich hab gedrückt. Oh ja! Sie hat die Blume. Drei Leben. Ich bin so gut. Ja, Blume. Ja. Da hatte ich gar nicht so unrecht. Blume bringt drei Leben. So, jetzt kannst du entweder die Burg machen oder ein Level. Das ist, bleibt dir überlassen. Wollen wir alle Level machen? Können wir machen. Okay. Ich habe bei dem dritten letzten Mal immer verloren. Diesmal schaffe ich es. Weißt du noch? Ja. Bis ich irgendwann nicht mehr reingegangen bin. Weil ich so ist ja das Projekt. Also das Projekt ist ja mehr oder weniger so entstanden. Wir haben aus Langeweile einfach mal... Hey. Hier ZNS angeworfen und dann Super Mario Bros. 3 gespielt und dann, hey, wir könnten es ja eigentlich auch let's playen. Und dann, ja, haben wir das so kurzerhand beschlossen. Du Arsch! Das war ein Boomerangwerfer. Ein Boomerang-Bruder. Oh, geh weg! Bitte geh weg! Oh. Ein Paragumba, der kleine Viecher wirft. Hä, ernsthaft? Manchmal steht in so einem Ziel auch so ein Gegner, ne? Da musst du voll aufpassen. Ich habe das Level geschafft. Ich bin so schlau. So, ich habe ja noch ein Power-Up für das Level. Ich bin mal so frei und gehe nicht in das Pilzhaus. Das kannst meinetwegen du haben. Yay. Das erste. Und ich mache jetzt das Scrolling-Level, ob ich das schaffe. Die Plattformen fallen runter, sobald er drauf war. Ja. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich mag den Level hier nicht. Warum? Aber das ist auch kein Pflichtlevel, weil man einfach dran vorbeilaufen kann. Was ich irgendwie auch komisch finde. Ich finde so. Ja gut, ich meine, die Mario Bros. Teile haben immer so Welten, wo man einfach an Leveln vorbeilaufen kann. Oder wo man zwei Möglichkeiten hat. Es läuft so schön flüssig, ich bin voll begeistert. Ja, wir haben eine relativ gute Internetverbindung hier gerade. Das ist besser als beim letzten Mal. Ja, auf jeden Fall. Und da kommen die Lags. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, aber es hat mir nicht geschadet. Ach so, ich muss in die Röhre rein. Am Samstag gehe ich wandern. Ein Glück scrollt das nicht weiter. Hallo Beats, na? Ah, Boomerangwerfer, ich hab's geschafft, ja! Und ich habe auch was anderes bekommen. Schade. Das heißt, du gehst jetzt in das Toadhaus rein, holst dein Item und musst dann in die Burg. Schaffst du das? Ja. Ene mene mudi ku sagt links. Hallo? Du musst, glaube ich, X oder sowas drücken. Oh. Eine Blume. Ja, das ist noch ein Super Mario Bros., wo es nur Feuerblumen gibt, deswegen sage ich nur Blume. Ach so. Eisblumen waren noch nicht erfunden in diesem Super Mario Bros. 3. Das ist wieder diese Musik, die mich an Paper Mario erinnert. Ich weiß gar nicht, an was von Paper Mario. Paper Mario 1. Okay, das habe ich nicht so ausgiebig gespielt. Hallo, Das war knapp. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch erst durch Paper Mario 2 auf Paper Mario aufmerksam geworden. Ups. Und das war auch eigentlich der einzige. Das war noch der letzte gute Teil, wie ich finde. Ich mag Super Paper Mario. Was war denn das für ein komisches Geräusch?
keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Geräusch du meinst. Das kommt, wenn du springst. Ach, das meinst du? Das ist, weil ich gegen die Decke gesprungen bin. Warum habe ich gerade meinen Fliegen gegen eine Blume eingetauscht? Ich bin doch dämlich. Das meinst du, oder? Nein. So, Nubi! Jetzt war es wieder da. Kommt halt manchmal. Keine Ahnung. Meinst du das Geräusch, das Mario macht, wenn er springt? Das ist weil... Ah, nein! Das macht manchmal so... Ui! Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Ja, du hörst, wie ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Boah, so weit habe ich es nicht mal geschafft. Oh Gott! Oh, ich hasse diesen Abschnitt. Aber wir lassen das Secret in der Burg weg und machen sie ganz normal, weil bei dem Secret gibt es eine Flöte und die Flöte wollen wir nicht benutzen, weil wir keine Welten abkürzen. Ah! Dunk. Auf Tür. Voll cool. Wie auch immer sich eine Tür verschiebt, keine Ahnung. Wir holen uns den Koopa Fiesling oder er holt sich uns. Ja, er holt sich uns. Scheiße. Nein. Also echt. Ich habe 7 Leben. Mir kann gar nichts passieren. Doch, dass du nur noch 6 Leben hast. Ui, ui. Vor allem, hier gibt es ja noch nicht mal irgendwie so Zwischenpunkte, so eine Flagge, wo man dann speichert quasi und dann da wieder anfangen darf. Muss ja immer ganz von Anfang vom Level anfangen. Das ist gemein. Dieb. Yay. Go, Luigi, mach mich stolz. Huch! Oh, das war knapp. Beinahe hätte ich erwischt. So, für dich auch. Wir sind bei 12 Minuten jetzt. Cool. Huch. Ich hab Angst. Du schaffst das. Geh da rein, Lutschki. Sieh's mal so. Er muss dich dreimal treffen, dann bist du tot. Du musst ihn dreimal treffen, dann ist er tot. Hi, na? Hallo. Wie, du kannst springen? Hör damit! Ich glaube, jetzt wird er schnell. Bam. Aber du hast ihn. Du hast ihn erwischt. Achso, ich muss es noch einsammeln. Ja. Die haben auf eine Schlüsselgrafik verzichtet und haben stattdessen ein Fragezeichen genommen. Und jetzt ist das Schloss weg, was in dieser Welt total unnötig ist. Jetzt ist der Weg hier nicht mehr blockiert, was irgendwie total... Gut, man hätte vorher hier durchgehen können, aber eigentlich, wenn man die Straße hier einfach weggelassen hätte... Ich verstehe den Sinn davon nicht. Naja, egal. Ich hab nix, also muss ich ohne Item in das Level. Macht nichts, das ist witzig. Ach ja, die Höhle. Wie war das? Da bist du doch runtergerutscht und dann gestorben, weil da unten noch ein Gegner war. Ja, und du bist dann runtergerutscht und hast mir genau nachgemacht und bist genau im selben Gegner gestorben. Ich glaub schon, ja. Oh Mann. Genau der war's. Ich wollte auch nicht so runterrutschen. Ich habe nur irgendwie falsch gedrückt und bin dann doch runtergerutscht. Die Overworld-Grafik sieht ja komisch aus mit Flügel. Tanuki-Schwanz. Hui! Ich weiß gar nicht, wie viele Leben ich habe. Oh nein! Ich habe mein saucooles Ding verloren. Und meinen Pilz habe ich auch verloren. Ja, weil du dich nicht geduckt hattest. Geh weg! Der Voll. Ja, voll. Für einen Moment sah es so aus, als würde ich noch drüber springen. Ja. Du bist ja fast. Bist ja fast drüber gekommen. Ich habe 3 Leben. Ja, es geht noch. Er muss trotzdem aufpassen. Ich habe schon 3 Leute in Skype angeschrieben, was geht. Ich verstehe gar nicht, wieso die mich immer anschreibt, wenn ich auf abwesend bin oder auf beschäftigt. Tja. Weil es letztendlich nur ein Status ist.
letztendlich scheißegal ist und die sich denken, irgendwann in ihrem Leben wird sie es schon lesen. Geh da rein, du Scheißstecker. Verdammt. Du darfst jetzt noch nicht sterben, ich bin noch nicht so weit. Ich bin aber gestorben, ich bin abgerutscht. Ja, das an Level 5 wird es wohl scheitern. Ich bin mal gespannt, wie weit wir in diesem Part noch kommen. 5 Minuten haben wir noch etwa. Plus minus, also wir müssen nicht genau 20 machen, aber so Richtwert. Hi, na. Ich jetzt mal unten lang. Hier gibt's ein Kästchen. Juhu! Mit einem Pilz. Ja, aber wo sollte ich denn hin? Ja, das ist schon ziemlich gemein mit der Blume da. Aber auf der anderen Seite hast du es geschafft. Ich krieg ein Leben. Jedes Symbol einmal. Das war kein Zufall, das war Skill. Oh, da ist ein Schiff. Ja, da ist so ein kleines Schiff aufgetaucht. Das ist ein Bonus-Level. Das ist nicht das letzte Schiff, sondern das ist ein Bonus-Level. Guck, der Hammerbruder, der da rumgelaufen ist, ist verschwunden. Ja. Jetzt ist da stattdessen... Gut, aber das Schiff können wir noch nicht machen. Erst müssen wir den Level hier schaffen, sonst kommen wir nicht durch. Ich würde sagen, der Fairness halber, lässt du das Toadhaus mir, falls ich den Level hier schaffe? Ja. Cool. Ja, oh komm! Was geht denn schon wieder links runter? Ich glaube, der geht immer auf der entgegengesetzten Richtung, wo du stehst, runter oder so. Ist doch voll dämlich. Ist doch voll schlau. Wenn ich so ein lebendiger Pilz wäre mit Augen, würde ich auch nicht gefressen worden würden und würde auch abhauen. Bla bla. Wenn man das jetzt noch in einen deutschen Satz umformuliert, klingt das sogar logisch. Der Sprung war wohl nicht so gut. Oh Mann, ich habe nur noch ein Leben. Kann ich dir nicht Leben abgeben irgendwie? Mit L oder R oder so? Ich weiß es nicht, ob das hier geht. Was war das denn jetzt? Hast du keine Lust auf den Level, oder? Ups. Das hat so viel Schwung. Ich starte jedes Mal wieder da oben, weil da oben die 4 das letzte Level war, den ich beendet habe. Oh, jemand ist kaputt. Hallo, du. Mizi. Jetzt mal im Ernst, hast du dich gerade mit Absicht runterfallen lassen? Das war doch nie... Nein! Das ist das Gleiche, wenn ich sage, du hast dich gerade mit Absicht vor dem Typen da geschmissen. Oh Gott, ich bin Game Over. Mizi! Ich muss Continue drücken, irgendwie. Warum geht das nicht? Ah, ich muss Start drücken. Jetzt sind meine Level wieder da. Egal, mach weiter. Wir haben die Level ja geschafft. Wir sind jetzt halt wieder da. Okay, dafür ist dann das. Ist es dann gut, dass das Schloss aufgehoben wird. Oh. Ja, wieso läuft er denn? Also ich glaube, wir kriegen Konkurrenz hier im Failen, ne? Wenn man hier so die Let's Plays von Bekannten anspielt. Pust, Pepper, Pust. Oh Gott, da können wir sowas anhören, vor allem. Nein, ich mach denselben Fehler. Ich hatte aber auch gerade das Problem, dass er nicht gesprungen ist. Oh Mann, ey. Egal. Ich war schon so froh, dass ich da über die erste Lücke drüber gekommen bin, fand ich die vierte, ey. Wenn wenigstens einer von uns ein Tanuki-Blatt hätte, aber nee, haben wir ja nicht mal. Du hast ja auch nur eine Blume im Inventar. Oh! Das ist mit Tastatur so kacke, weil ich nicht, wenn ich zu weit springe, nach links wieder lenken kann. Es steht hier frei, ein anderes Gerät zum Spielen zu benutzen. Ich habe gar keins. Ich habe heute gemalt in der Schule. Ich hatte Zeit. Ui, was hast du denn gemalt? Eine Frau. Eine hübsche Frau. Lange schwarze Haare. Grüne Augen. Hm.
Ich hätte jetzt auch fragen können, war es eine nackte Frau? Nein, sie hat ein blaues Oberteil an. Heute Abend wollte ich eigentlich malen, aber dann hast du gesagt, komm wieder! Nimm auf! Und dann sag ich, okay. Dann komme ich bestimmt wieder voll zu spät ins Bett, weil ich heute Abend auf jeden Fall noch malen will. Hey, ich hab gefragt, ob es in Ordnung ist. Du hättest auch nein sagen können. Ist ja auch in Ordnung. Ja, ich hab's geschafft. Boah, ich glaube, diesen Sieg müssen wir erst mal mit dem Ende des Parts feiern, weil die Zeit eigentlich abgelaufen ist. Und dann gehen wir im nächsten Part das Schiff an. Wenn ich da jetzt hingehe, geht's automatisch an, gell? Ja, das startet automatisch. Okay. Bleib einfach auf der Welt stehen, du brauchst hier nicht mehr rumlaufen. Ui, ui! Ja, das war doch schon anstrengend für den ersten Part, würde ich sagen. Und ja, wenn euch das einfällt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, Daumen ist immer gern gesehen. Der grüne nach oben natürlich. Ich wollte schon der rote nach oben sagen. Von lauter Mario. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!